Schön, euch in guter Gesundheit wiederzusehen. Wie ihr seht, ist der Weg sicher und wir sind frei. Nun zum aktuellen Geschäft. Ja, das war's, ja. Geht in die Stadt und besorgt die Vorräte, die ihr braucht. Wir treffen uns in der Taverne und planen die weitere Reise, sobald ihr fertig seid. Ja, Einlass ins Heim haben wir immer noch offen. Ich habe die Insassen des Heims befreit. Ja, Flucht aus dem Heim. Ich habe die Insassen des Heims befreit, um einen Angriff auf Renikus zu starten und den Magier für den Moment auszuschalten. Er hat jedoch immer noch Immuns und meine Seele und ich muss ihm folgen. Simon Havarien zufolge plant die Renikus etwas in der Elfenstadt namens Suldanassar. Simon bot mir an, mich auf seinem Schiff zum Tethyrwald zu bringen und ich nahm sein Angebot an. Er ist vielleicht nicht vertrauenswürdig, aber er ist alles, was ich habe. Wenn ich meine Seele nicht zurückbekomme, werde ich sterben oder es geschieht etwas noch Schlimmeres. Ja, ich werde wahrscheinlich zu Baal und Baal wird die Menschheit vernichten. Ach Gott. Muss wohl was anderes ausprobieren. Wahrscheinlich, wenn ich das Einlass ins Heim abschließen will, muss ich mich nochmal mit dem Piraten unterhalten. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das... Natürlich. So, wir sind wieder hier. Also wieder in der Hafenstadt. Der Schmied war wo? Ups. Da war das Haus von dem Magier, dem wir den Portalstein abgenommen haben. Ich hätte schwören können, der Schmied war auch hier oben irgendwo. Oder war der Schmied neben der Taverne? Hier. Ne, da ist der Tempel des Amberli. Na ganz ehrlich, wo ich meine Klunker jetzt loswerde, ist egal. Ist was los? Geht klar. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Es gewittert es auch noch. Oder ist hier die Schmiede? Das könnte der Schmied sein. Und ich bräuchte immer noch eine Rüstung für Immun. Also ja, Stiefel der Diebeskunst. Und da ist der Behälter schon voll. Ja, weil jeder Pfeil einzeln zählt. Ernsthaft. Dann mache ich es jetzt halt so. Na, machen wir es halt anders. Alles, was so an nicht mehr benötigten Questgegenständen ist, packe ich mal rein. So. Gebe das Ganze wieder. Ja, Hira. Ja, behälte es voll. Ich will ja auch nichts da reinpacken. Zeit aufzubrechen.
Sprecht frei heraus. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Wir verkaufen einfach jetzt Zeug. Wir identifizieren es einfach und verkaufen es. Okay. Ja, und das ist der Schmied. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Dann lass mich mal sehen, was ihr im Angebot habt. Der da ist nicht schlecht. Warte mal kurz. Matrose-Ionenstein. Mir ist eins auf Rüstungsklasse. Ja, das ist besser. Abwehrhelme sind aber auch gut. Ich warte. Du trägst immer auch Baldurans Helm. Du trägst den Drachenhelm. Wo ist denn der Ionenhelm jetzt? Der Ionenstein. Ernsthaft, wo habe ich den hingepackt? Ah. Kein Rüstungsklasse-Bonus, jedoch was ich blöd finde, weil sie ist im Nahkampf. Also nee, dann wird der verkauft, weil zwei Trefferpunkte... Der Kunde hat immer recht. Ist auch nicht so besonders. So. Die ganzen Bolzen und so können weg. Tja, Yoshimo, da es dich nicht mehr gibt, brauchen wir auch deinen Katana nicht mehr. Hart, aber ist nun mal so. Stiefel des Nordens brauchen wir nicht mehr. Bei der Waffe bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Ja. Puff, 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 puff. Die Stäbe kann sie ruhig dort alle behalten. Wenn ich den trinke, reicht der? Nö. Achso, der wirkt doch gar nicht. Ah doch, der reicht. Gut. Da identifizieren nämlich mal alles. Immun, kannst du den Zauber schon? Ja. Kann sie schon. Das da brauchen wir dann auch nicht mehr. Also die Rüstung. Der Bogen. Nee, der ist eigentlich auch nichts mehr Besonderes. Bei den Waffen muss ich echt mal gucken. Die packe ich mal alle zu Yahira. Und die, die am teuersten ist, die behalte ich einfach. Das ist ein Katana eigentlich. Du bist ein... Ah, du bist das Chaos-Schwert. Ja, gut. Was haben wir hier noch? Ja, bei dem Ring der Handlungsfreiheit bin ich mir nicht so sicher. Das kann man in den Rucksack. Ring der Gnadentöter.
Beeinflussungsring. Habe ich eigentlich irgendjemanden, der noch einen Ring tragen könnte? Weil gerade zum Beispiel Ring der Handlungsfreiheit. Ah, der ist aber nicht so toll. Aber ja, du hast schon Charisma von 16, aber trotzdem ist das nicht schlecht für dich. Charisma von 18. Und ja, ich weiß, ich brauche jetzt hier wieder ein bisschen Zeit für meine ganze Ordnungsgeschichte. So, hau erstmal die Sachen raus. Okay, alle Schwerter, die in irgendeiner Form was sein könnten, zu ihr. Du hast nichts mehr, du hast nur noch deine Pfeile, das ist okay. Du könntest sogar den Drachentöter benutzen. Hast du überhaupt Langschwerter oder so geskillt? Nee, nur Kurzschwerter, Dolch. Kampfstäbe hätte sie geskillt. Ah. Das wäre auch eine Idee. Wo ist er denn? Kleriker stecken oder Knochen... Nee, das ist eine Knochenkeule. Gib mir einfach den Kleriker stecken. Gut ist. Das ist eine +3-Waffe. Bei alle anderen Waffen sind nur +2er-Waffen und sind nicht unbedingt so gut. Und ein Schild kann sie eh nicht tragen. Aber einfach zum Vergleich kriegt sie den auch noch. Wo habe ich jetzt den Drachentöter eigentlich hingepackt? Den behältst du schön mal, Keldon. Du kannst leider keine keine großen Bögen benutzen. Deswegen bleibt er auch erstmal bei Minsk. Alles andere. Chaosschwert und so weiter. Kann verkauft werden. Ich wollte aber trotzdem sehen, ob das Drachenschwert vielleicht doch das teuerste ist. Dann kriegt sie halt das. Aber ansonsten sieht alles gerade aufgeräumt aus. Die Edelsteintasche auf jeden Fall noch leeren. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Beziehungsweise wir fangen ganz unten an zu leeren. Bresche kann zum Beispiel raus. Geringe Zauber, wir können auch beide raus. Geringe Zauber zurückwerfen können auch raus, so. Immerhin. Verkaufen wir alles, was hier drin ist. So. Den Streitkolben möchte ich nicht unbedingt verkaufen. Der ist nämlich gar nicht schlecht gegen Untote. Die drei Sachen können wir allerdings verkaufen jetzt. Und den Umhang des Zurückwerfens. Minz, Kurzbogen, Hellebarde, Lederrüstung. Speer +3 brauchen wir auch nicht unbedingt. Was mich aber gerade interessiert, du hast nicht zufällig eine. Schuppenpanzer der Asche. Eine Magierrüstung oder so. Ne, das ist alles, was wir gekauft haben.
So. Die beiden noch weg. So, jetzt gucken wir mal. Das Ding ist am schlechtesten. Ja, der Drachentöter wäre am besten. Also verkaufe ich die dreimal. Ist halt ein Langschwert. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. So, danke erstmal dafür.